In der Chirurgie übernimmt Dr. Karl Löwenberg Floristin Heidi, die beim Renovieren von der Leiter gestürzt ist. Freundin Anne hat die 52-Jährige in die Notaufnahme gebracht. Die Hobbyhandwerkerin hofft jedoch, bald fertig streichen zu können. Ich bin der behandelnde Chirurg hier in der Klinik und erzählen Sie. Chirurg hört sich gar nicht gut an, muss das operiert werden? Das geht immer darum, dass Unfälle eigentlich immer erst mal vom Chirurgen gesehen werden. Okay. Ich schaue mir jetzt die Röntgenbilder an und dann besprechen wir das. Das passt mir überhaupt jetzt alles gar nicht. Ja. Wie ist denn das passiert, Frau Altmann? Ich renoviere gerade meine neue Wohnung. Ja. Meine Freundin, die Anne, die hilft mir. Ja. Und ich war auf der Leiter, habe die Decke gestrichen. Und ich habe schon seit 2 Wochen immer so ein Schwindeln und so ein Niesen. Und dann habe ich so ein ganz fest niesen müssen, bin ich auf der Leiter gefahren. Ist ja peinlich, ey. Ja, gut, sowas passiert. Ich auf die Leiter lassen soll. Ach, Schätzchen, du bist doch nicht schuld. Nein. Wenn ich dich nicht hätte, ey. Ich nies seit 2 Wochen immer mal. Ja. Darf ich Ihnen denn mal kurz das Röntgenbild erklären? Gerne, Herr Doktor. Ich meine, die Kollegen unten haben Ihnen ja schon gesagt, dass der Bruch, dass da ein Bruch passiert ist im Bereich des Oberarmkopfes. Das ist, ich zeig's mal an der gesunden Seite, wo ich Ihnen nicht wehtue. Das wäre dann hier diese Kugel, die Verlängerung praktisch vom Oberarmknochen, die ist abgebrochen und durchgebrochen und sich noch. Und das ist natürlich, man hat dann verschiedene Möglichkeiten, sowas zu behandeln. Auf jeden Fall muss man ein bisschen geduldig sein. Und man hat halt gesehen, Sie sind ja noch in einem fast jugendlichen Alter. Da würde man also schon empfehlen, da eine Operation zu machen. Einfach, damit hinterher die Funktion wieder schön gut wird und Sie schmerzfrei bewegen können. Wenn man das konservativ behandelt, hat man doch manchmal Bewegungseinschränkungen hinterher oder Schmerzen. Nein, um Gottes Willen. Ja, wenn ich jetzt operiert werde, Herr Doktor, wie lange bin ich denn außer Gefecht gesetzt? Ich bin gerade meine Wohnung am Renovieren. Ja, also insgesamt dauert es schon erstmal, bis die Wundheilung und die Knochenheilung abgeschlossen ist. Das dauert schon mal 6 Wochen. Und dann müssen Sie ja üben und muss wieder alles schön funktionieren. Die Schulterbeweglichkeit muss da sein. Also 2 bis 3 Monate, bis Sie wieder richtig fit sind. Monate? Müssen Sie schon denken. Ja, es ist eine Verletzung von einem großen Gelenk. Das mein Gott, ich habe gerade eine neue Wohnung. Ich muss die fertig kriegen. Ich habe einen neuen Freund, der war auch gerade noch bei mir. Und jetzt soll ich über Monate ausfallen? Sie sind ja nicht völlig ausgefallen, aber Sie können halt die Schulter nicht so benutzen, wie Sie es gewohnt sind. Ich habe die Schulter nicht benutzen, Anne, weißt du was? Das ist ein Schinkwink mit einem Schicksal. Das Universum will mir sagen, dass Sascha vielleicht doch nicht der Richtige ist. Heidi, das kann doch mal passieren, dass man von der Leiter fällt. Was ist denn so doof und fällt beim Niesen von der Leiter? Ja. Es kommt schon mal vor, dass Patienten nach Unfällen glauben, das sollte ein Zeichen sein, das hätte irgendwie eine Bedeutung. Aber das kann ich überhaupt nicht wirklich so nachvollziehen. Also Frau Altmann hatte da ganz große Bedenken. Und wir mussten sie dann da so mal ein bisschen runterholen. Und ihre Freundin hat uns dann dabei auch noch unterstützt. Mein Gott. Der ist so schwindelig. Ich hätte dich nicht drauflassen sollen. Jetzt ist der Schwindel auch komischerweise weg. Also wie gesagt, ich habe das auch schon seit 14 Tagen. Immer mal wieder dieses Niesen und Schwindel. Zeig doch gerade noch mal bitte die Laborwerte. Ihr Freund kann Sie doch auch besuchen. Der ist gerade auf Geschäftsreise. Der hat sich gerade noch von mir verabschiedet. Wir sind gerade frisch zusammen, 14 Tage. Und jetzt muss ich ihm so gegenübertreten. Also das ist ein Wink, das ist ein Wink für ein Schicksal. Wirklich, glaub mir das. Ich fällt nicht einfach von der Leiter. Es passiert so viel im Haushalt, das ist so. Dr. Löwenberg hat die Verletzte stationär aufgenommen und für die Operation am folgenden Morgen vorbereitet. Doch obwohl Heike allein im Zimmer war, bekam die Floristin in der Nacht kaum ein Auge zu. Zutiefst sitzt die Sorge, dass das Schicksal ihr, wie bisher, das Glück in der Liebe verwirren könnte. Wissen Sie, ich habe mir das noch mal alles so überlegt heute Nacht. Ich konnte ja nicht schlafen. Jetzt habe ich gerade meinen neuen Freund kennengelernt im Internet. Und es war alles so schön. Und wahrscheinlich war das viel zu schön, um wahr zu sein. Mit meiner neuen Wohnung und einem neuen Lebensabschnitt. Ja. Ich glaube wirklich, das Universum hat mir nur sagen wollen, dass Sascha vielleicht doch nicht der Mann für mich ist. Und dass ich vielleicht gar keinen neuen Lebensabschnitt beginnen soll. Und es war so toll. Es war das erste Mal, dass ich im Internet auf so einem Datingportal war. Und ich habe ihn gesehen und das hat sofort Peng gemacht. Das hat Wumm gemacht. Oh Gott. Und jetzt,
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte das alles nicht sein lassen. Aber das war doch nur ein Unfall. Nur ein Unfall. Nichts passiert einfach nur so. Das glaube ich nicht. Alles hat einen Sinn, Herr Doktor. Aber ganz viele Leute fallen doch von der Leiter. Gerade bei der Hausarbeit. Gerade beim Renovieren. Das ist doch der Klassiker. Die landen alle bei uns in der Notfallaufnahme. Und so ist Ihnen das auch passiert. Frau Altmann war vom Typ her sehr karmagläubig. Und das ist ihre Lebenseinstellung. Und das kann man nicht von der Operation plötzlich abschalten. Natürlich muss man darauf dann eingehen und auf die Ängste eingehen und das auch ernst nehmen. Und wir alle wissen ja nicht, was zwischen Himmel und Erde noch so vorgeht. Deswegen darf man da nicht komisch drauf reagieren. Wir haben das versucht, sehr ernst zu nehmen und ihr durch dieses Ernstnehmen eine Sicherheit zu geben und ihr dadurch zu ermöglichen, positiv in die Operation hineinzugehen. Wir passen alle gut auf Sie auf. Sie sind alle so lieb. Und es wird alles schön. Ja, und es wird alles gut wieder. Versprechen wir Ihnen. Oder? Ich hoffe, Sie kriegen das. Alles gut. Ja? Ich gehe mich jetzt... Geh mir jetzt die Hände waschen und zieh mich um. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann ist alles vorbei. Und es geht Ihnen wunderbar. Und Sie werden sich nicht mehr unter so einem Druck fühlen wie jetzt. Weil dann ist erstmal die Operation vorbei und die Wunde kann gut heilen. Und Sie können dann Ihre Schulter auch bald wieder gut benutzen. In einer zweistündigen Operation hat Dr. Löwenberg den Oberarmkopfbruch seiner Patientin erfolgreich stabilisiert. Die Ursache für die Schwindel- und Niesattacken der Floristin ist jedoch nach wie vor unklar. Als ihr neuer Freund Sascha zu Besuch kommt, ist allerdings zu befürchten, dass er tatsächlich ihre Anfälle auslöst und Heidi mit ihrer Ahnung richtig liegt. Gucken Sie mal, wer da kommt. Hallo. Was hast du denn gemacht? Ich bin vom Leiter gefallen, gerade als du weg warst. Ich habe wieder diesen blöden Niesattacken gekriegt und dann... Ach, sind die für mich? Ja, sicherlich. Ach, du bist ein Schatz. Ja, muss noch sein. Müssen noch sein. Jetzt haben sie wieder so. Kann das denn sein, dass es von den Blumen kommt? Sagen Sie mal, ist das jetzt mit den Blumen irgendwie? Ich bin Floristin. Das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube eigentlich nicht, dass das von den... Aber Sie haben... Wie was anderes aus. Bringst du mal... Oh, das sieht... Nimm die Blumen mal mit raus. Nimmst mit raus und sie gehen bitte auch mal raus. Und bringst du was zu spritzen mit das Antihistamin rum. Und das für die Luftnot darf ich dir das einmal geben. Ich gebe mir das einmal rüber. Okay. So, und Sie kommen einmal bitte mit mir raus. Okay, ich hol das. Kommen Sie einfach mit. Hier war es zu einer echten allergischen Reaktion gekommen. Und die Patientin erlitt einen Atemnotanfall. Das heißt, man musste davon ausgehen, dass die Schleimhäute im Rachen schon anfingen zu schwillen, möglicherweise schon ein Ödem aufgetreten war. Und das erforderte eine rasche intravenöse, medikamentöse Behandlung, die wir dann auch sofort eingeleitet haben. Was war das? Also ich vermute, dass das doch irgendeine allergische Reaktion war. Ich hab die Blumen, das glaube ich nicht. Aber es gibt mir auch andere Allergene, die mal auftreten können. Bin ich nicht allergisch gegen meinen Freund, oder? Ich meine, das Universum, das ist wirklich so. Deswegen bin ich von der Leiter gefallen, dass ich nicht mit ihm zusammen sein darf. Dass ein Mensch gegen einen Menschen allergisch ist, das ist ganz, ganz selten. Ich habe das aber gelesen. Ja. Wir werden das überprüfen. Ich glaube, du wolltest auch einen Allergietest machen. Ja, vielleicht ist es auch ein Aftershave oder irgendwas, was er genommen hat. Das kann auch schon mal vorkommen. Okay. Ich bin bestätigt. Das Schicksal will nicht, dass wir zusammen sind. Das schien mir vom Krankheitsbild her und vom Auftreten her schon relativ sicher eine allergische Reaktion zu sein. Wir mussten es bloß noch irgendwie nachweisen. Die Behandlung war logisch, die wurde sofort durchgeführt. Aber den Nachweis einer Allergie, den führt man normalerweise über einen Pricktest durch. Und diesen Test kann man nicht sofort nach der Medikation machen. Da muss man etwas warten, bis die Medikamentenwirkung abgeklungen ist. Gleich am folgenden Morgen wird Heidis Haut mit verschiedenen Allergenen in Kontakt gebracht, um festzustellen, was die heftigen Anfälle der Floristin auslöst. Nachdem die 52-Jährige anschließend wieder durch ein Antiallergikum vor einer erneuten Reaktion geschützt ist, darf auch Freund Sascha endlich zu ihr. Gute Neuigkeiten. Gute. Das Universum meint es wirklich gut mit Ihnen. Keine kosmischen Probleme. Es ist wirklich eine Allergie. Ja. Gegen was bin ich allergisch? Ja, das... Gegen dich?
Nein, keine Allergie gegen keine Menschen. Keine Allergie gegen Menschen. Aber schon eine Säugetierallergie, und zwar gegen Pferdehaare. Pferde? Kann das sein? Haben Sie was mit Pferden zu tun? Ich habe noch nie geritten. Ich war noch nie im Pferdestall. Noch nie im Pferdestall. Das ist ganz eindeutig, doch, ne? Kann aber alle anderen sehen negativ. Jetzt genau. Muss ich was sagen. Was ist los? Ja, ich wusste ja nicht, ob das so hier hinpasst, aber ich trage ein Toupet. Was? Ja, wo wir uns im Internet kennengelernt haben, habe ich mich vorher ohne dieses Toupet da reingestellt und niemand hat sich gemeldet. Mit diesem Toupet hast du dich sofort gemeldet und ich wusste jetzt nicht, wann ich dir das sagen sollte. Wir haben uns getroffen, wir waren... Ja, und was hat das jetzt mit meiner Allergie zu tun? Ja, ich habe ein Pferdehaar-Toupet, echter Pferdehaar. Ach, Schatz. Ja, so wollte mich keiner. Aber und ich habe mich nicht getraut. Du kannst mir doch alles sagen. Es ich habe wirklich gedacht, dass das Universum... Es tut mir leid, was dir passiert ist. Du kannst da ja eigentlich nichts für. Du wusstest ja nicht, dass ich allergisch bin. Hätte ich das gewusst. Ich wusste es doch selber nicht. Puh, auf einmal lüftet Herr Keller sein Haarersatz. Das kam so abrupt. Da habe ich ja nun gar nicht mit gerechnet. Ich glaube, so einen ersten Moment haben wir alle erstmal geschluckt. Aber ich muss sagen, ich fand das super. Erstens ist es unheimlich mutig. Daran habe ich auch gesehen, was ihm seine Freundin bedeutet. Und ich muss sagen, der sah toll aus so. Gefiel mir sogar besser. Auch Heidi mag Saschas natürliche Haarpracht lieber. Seit der 55-Jährige auf das Toupet verzichtet, zeigt seine Freundin keine allergischen Reaktionen mehr. Als die Floristin nach einer Woche aus der Klinik entlassen wurde, überraschte sie der Handelsvertreter mit einer fertig renovierten Wohnung. 3 Monate später ist nicht nur Heidis Schulter, sondern auch ihr Liebesleben beschwerdefrei.